In folgendem Video kommentieren Janina, Philipp und ich ihre Performance in dem Open Workout 21.1. Janina ist eine Intermediate-Athletin mit dem Ziel, sich in den Top 10% zu platzieren und sich damit für Stage 2 zu qualifizieren. Das Besondere an dem Versuch ist, dass es Janinas dritter Versuch war insgesamt und der zweite an dem gleichen Tag. Nicht einfach aus Spaß, sondern weil sie vergessen hatte, ihren Timer im Bild in dem zweiten Workout zu platzieren. Sie entschloss sich deshalb, das Workout 2 Stunden später nach ihrem zweiten Versuch ein drittes Mal zu machen. Seht selbst. Okay, alles klar. Dann lass uns das Elend mal anschauen. Okay. 21.1 Wallwalks und Double Unders. Das war jetzt dein, wie viel der Versuch war das jetzt? Man sieht, das ist jetzt kein Commercial Gym. Ja, das war mein dritter Versuch. Der zweite am Montag. Okay, und du hast den dritten Versuch gemacht, weil? Weil ich clever war und beim zweiten Versuch die Uhr nicht mit abgefilmt habe. Okay, ich habe dir jetzt mal eine Uhr eingefügt für alle Fälle, sodass die Leute sehen, wo du auch bist, weil deine Uhr da hinten ist auch ein bisschen klein. Was war der Score im ersten Versuch? Den hast du am Freitag gemacht, gell? Genau, den habe ich am Freitag gemacht mit 347 Wiederholungen. Mhm. Wo bis wohin ist das ungefähr? Bis was war das? Irgendwo in den 150 Double Unders geendet. Okay, und du hast dann, wir haben dann ja geredet gehabt und dann hast du gesagt gehabt, okay, ich weiß, dass ich durch die Double Unders durchkommen kann und ich will noch ein paar Wiederholungen Wallwalks in der 21er Runde machen. Genau, ja. Und dann haben wir es am Montag hatten wir es gemacht gehabt. Und dann bist du wie weit gekommen? Dann bin ich bis 377 gekommen, sind die 3 Wallwalks in der 21er Runde. Okay, nice. Also durchgekommen, so wie geplant und dann durch in die 21er Runde rein. Wie viel Wiederholungen waren es in der 21er? 3. 3 Wiederholungen, okay. Und dann warst du glücklich? Ja, da war ich sehr glücklich, habe mich gefreut. Und dann war die Uhr nicht im Bild. Genau. Und das ist theoretisch nicht gültig, das Video, als Beweis sozusagen, ja. Ja. Okay. Und dann hast du dir was gedacht? Darf man jetzt hier wahrscheinlich nicht sagen. Kannst du alles sagen eigentlich. Lag lang am Boden, habe überlegt, was ich mache. Dann war die Überlegung, das Video einfach einzustellen, in der Hoffnung, es wird so angenommen. Und habe dann auch überlegt, das erste Video vom Freitag zu nehmen. Und habe mich dann doch letztendlich dafür entschieden, das Ganze nochmal zu machen. Mit 2 Stunden Pause. Okay, das und die Version, die wir jetzt sehen hier, ist 2 Stunden, nachdem du den Score verbessert hattest oder den zweiten Versuch gemacht hast. Also der dritte Versuch ist das jetzt hier. Genau. Okay, alles klar. Alright. Mein 2 Minuten im Workout. Was hast du währenddessen gedacht? Hast du gedacht, okay, hey, alles klar, es fühlt sich gut an, ich krieg das hin? Oder hast du gedacht, fuck, ich spüre noch meinen Körper und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Absolut fuck. Also ich wollte eher 3 Stunden abwarten, also so gegen 20 Uhr dann das Workout nochmal starten. Ja. Und habe echt mit jeder Minute gemerkt, wie mir die Schultern zugehen. Habe dann irgendwann gemerkt, es wird nicht mehr besser, es wird nur noch schlimmer. Und bin dann früher ins Workout gestartet. Und von Wiederholung 1 dachte ich, oh, scheiße, 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 scheiße. Wusste aber, ich muss durch, ich will zumindest diesen Score von diesen ersten 347 toppen. Ja. Um zumindest da jetzt irgendwo dazwischen zu landen und aber ein gültiges Video zu haben. Ja, dein Ziel oder unser Ziel momentan ist ja die 10%-Marke zu knacken, dass wir Stage 2 kommen sozusagen. Ja. Und hatten ja mal ein bisschen vorgeguckt gehabt und in die Richtung 380 wohl ist so die 10%-Marke. Ich habe es jetzt übrigens heute nochmal geguckt. Die 10%-Marke sind, glaube ich, um die 90.000 Frauen, die die 21.1 gelockt haben. Also irgendwo bei Platz 9.000 oder so müsste dann die 10%-Marke sein. Und es waren, glaube ich, hatte es mir aufgeschrieben, 379 ja, ungefähr. Also die 347 wären schon ein bisschen weiter weg gewesen. Ja. Also war es eigentlich Pflicht, sozusagen da drüber zu kommen. Und ja, das hast du ja zweimal bestätigt, dass du das hinkriegst. Ja. Okay. Richtig gut. Wie war die Strategie bei dir? Was war jetzt, was hast du im ersten Versuch gemacht und was hast du jetzt in dem zweiten Versuch gemacht? Hast du, beziehungsweise in dem dritten, hast du was anders vom zweiten zum dritten gemacht oder war zweiter und dritter nahezu gleich, weil du gewusst hast, okay, hey, die Strategie hat funktioniert für mich für die 377? War der allergleiche Plan. Also ich habe nach dem Erstversuch vom Freitag geguckt, wo kann ich besser werden, was kann ich optimieren. Das habe ich montags umgesetzt
Und dann beim zweiten dachte ich, 1:1 einfach nochmal das gleiche, versuche rauszuhauen. Hat auch fast genauso hinkaue. Einmal öfter musste ich aufbrechen. Wobei zum Schluss sogar die 150 Double Unders besser liefe als im Erstversuch montags. Was hast du? Wie hast du die Double Unders aufgebrochen? Also wir sind jetzt gerade, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind bei Minute 4:35. Das Das dürften müsste die die. Sechser sein. Ne, ich glaube Ne, die sogar die Neuner Neuner. Die schon. Neuner Ja, müssten das stimmt, die sein, ja. Neuner. Genau. Also jetzt kommen die 90 Double Unders. Was hast du da? Weißt du noch, was du gemacht hast? Diese. 3x30. Ja. Okay, warum hast du die. Du kannst ja die 90 theoretisch springen eigentlich. Hast, oder halt zumindest größere Sätze machen. Warum hast du dich für kleinere entschieden? Damit die Schultern nicht komplett zuballern. Wenn die Schultern irgendwann an dem Punkt sind, wo du keine Double Unders mehr kannst, hast du verloren. Ja. Und um gar nicht dorthin zu kommen, habe ich sie einfach in 3x30 aufgebrochen. Okay, ist das so die Marke gewesen bei dir, wo du gemerkt hast, so, okay, jetzt wird's blöd für die Schultern oder jetzt Genau. Ermüdung, kommt die Also Ermüdung, ja? 30 generell. Ich habe auch die 150 Double Unders in 30er-Sätze aufgebrochen, weil 30 immer gehen. Und ich dann aber merke, dass es schwer wird. Hast, ich muss gerade gucken, wie viele Schritte du gemacht hast. Ich glaube, am Anfang, im ersten Versuch, das hatten wir, glaube ich, auch besprochen gehabt, da waren auch die Schritte ziemlich viel, ne? Nach Ja. hinten weg. Und da haben wir versucht, ein bisschen weniger Schritte hinzubekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, ich glaube, wir hatten nämlich 8 Schritte Genau. teilweise gehabt bei den Wallwalks. Und jetzt auf 6 Schritte runter sind halt eben 2 Schritte weniger pro Rep. Ja. Einiges an Zeit auf den Händen, die man weniger hat, ne? Ja. Was würdest du sagen von deinem ersten Versuch und jetzt von dem Versuch, dritter Versuch im Vergleich? Was war so der Game Changer für dich? Also was hat den meisten Unterschied gemacht? Wie bist du von 347 auf 377 gekommen? Was hat dir denn, was war der größte Punkt? Die Arme rausnehmen, eindeutig. Ich Du habe meinst es hinlegen. hinlege Arme raus. Das, okay, Ja, das, genau, oh, also sicher, gar nicht, ah, wohl, du bist fertig, da bin ich ja. fertiger. Okay, ja. Im Erstversuch habe ich versucht, Blöcke zu bilden, Zweier- und Dreierblöcke, und die Ja. Arme dann dran zu lassen. Ja. Und dann nach 2 bis 3 Blöcke einfach eine längere Pause zu machen und die Arme rauszunehmen. Ja. Und die Blöcke, bei denen ich die Hände innen behalten habe, Ja. die waren länger Ja. als die Pause, wo ich die Arme rausgenommen habe. Und deswegen konsequent immer die Arme rauszunehmen, viel angenehmer für die Arme. Und insgesamt auch, glaube ich, kürzere Pause, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich die Arme inne hatte. Okay. Also dieses quasi. Ich glaube, ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, okay, ich mache Zweier-Dreier-Blöcke, aber auf dem Video dann im Nachhinein haben wir dann gesehen, oh, die Zweier-Dreier-Blöcke, da müsste ja dann eine längere Pause zwischen den Zweier-Dreier-Blöcken sein und zwischen den Genau. Zweier-Wiederholungen müsste dann eine kurze Pause sein, aber es war genau umgedreht. Okay, Genau. das ist echt das Wichtige, warum auch selbst wenn man das, ich denke, wenn man das auch nicht als jetzt Wettkampfathlet oder so macht, sondern wenn man einfach wissen will, okay, wie war meine Performance, das subjektive Gefühl ist teilweise echt anders als dann das objektive, okay, ich filme mich, ich schaue das ganz genau an, ich schreibe mir die die Transition-Zeiten raus, ich schreibe mir auf, okay, wie lange habe ich gebraucht von. Keine Ahnung, der Wand bis zum Springseil und zurück. Ja. Wie lange bin ich auf dem Boden rumgelegen? All die Dinge, weil oh, ich habe schon mit so vielen Leuten geredet, die dann gesagt haben, ja, nee, das war nicht das Problem. Hier habe ich gar keine Pause gemacht. Und dann guckt man sich das Video an und schreibt sich die Pausen raus und stellt fest, fuck, das war genau das Ja. Problem, ja. Und ich stand einfach 3x20 Sekunden und habe das T-Shirt wieder in die Hose gesteckt. So unnötig. Habe ich nicht gemerkt während dem Workout. Danach guckst du dann, okay, hier stehe ich 20 Sekunden, hier stehe ich 20 Sekunden. Nein. Ja. Eine Minute von 15, nur mit Ja, T-Shirt und reinstecke. 1:15 bei einem 15-Minuten-Workout, das ist heftig, ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist halt eben, dass gerade wenn du dann zu den Wallwalk kommst, man hat es jetzt gesehen, also ich habe das jetzt gerade vorhin mit dem Ariel habe ich das besprochen gehabt, eine Wiederholung auf dem Leaderboard, Wallwalk, in der 21er-Runde, also ist, ach Gott, wie viele Plätze, ja. Ja. Also wir haben jetzt gerade mal geguckt gehabt, ich glaube zwei Wiederholungen, diese zwei Wiederholungen, genau, 10% waren 379 und die 377 von dir waren 11,6% Krass. quasi. Ja, also du bist schon 1,6% off, theoretisch von dem 10% Ziel, wegen zwei Wiederholungen. Ja. Weil halt eben zwei, eine Wiederholung Wallwalk. Ich meine, wir können ja mal kurz schauen, wie lange jetzt die nächste Wiederholung geht. Wenn du anfängst, jetzt fängst du an, bei 8, 9, 8 hast du angefangen.
6, ja, also 8 Sekunden, genau. Wenn man sich das überlegt, 2 Wiederholungen sind ja allein schon 16 Sekunden, aber reine Arbeitszeit. Und wenn man dann eben noch die Pause von, keine Ahnung, 10 Sekunden auf dem Boden liegen oder 5 Sekunden auf dem Boden liegen mit reinnimmt, ist man schon über 20 Sekunden. Also man kommt schon fast an eine halbe Minute ran, wegen 2 Wiederholungen, ja. Und dann sind halt deswegen auch diese Scores so nah beieinander. Das ist echt heftig. Die Scores, klar, gehen dann wieder auseinander, wenn du in die Double anders reinschaust, reinkommst in den nächsten Block, aber ich denke, für die meisten 10% Score-Leute war halt so der 21er-Block entscheidend. Ja, ja. Ja. Ich meine, die Elite, klar, die muss da durchkommen, die haben sich alle in den Double anders befunden am Ende oder halt sogar durch. Ja. Oder sogar durch, ja. Aber für uns ja nicht wirklich realistisch. Wie war der Standard für dich einzuhalten? Weil, ich meine, man musste ja erst, für die, die es nicht wissen, man musste ja erst die Füße an der Wand haben, beide, und dann durfte man die Hände loslassen. Fiel dir das schwer? Ja, am Anfang extrem. Also gerade freitags hatte ich ja auch die ein oder andere No-Rap dann. Ja. Montags viel besser. Allein deswegen hat es sich schon gelohnt, das Ganze nochmal zu machen. Mhm. Aber so vom Kopf her, man macht es ja im Training, läuft auch relativ stabil von der Linie her hoch, sage ich jetzt mal. Und ich habe festgestellt, wenn man so ein bisschen mit dem Hintern wackelt und sich so hocharbeitet, geht es deutlich besser. Ja. Und da mach es einfach die Wiederholung, um ein bisschen Routine reinzubekommen und auch wirklich die Hände erst dann zu heben, wenn die Füße an der Wand sind. Ja, so ging es mir auch. Auf jeden Fall am Anfang No Reps kassiert ohne Ende. Beim Üben auf jeden Fall. Ja. Und dann halt eben sich darauf konzentrieren müssen, okay, erster Fuß, zweiter Fuß und dann erst loslaufen. Ja. Genau. Weil so macht man es echt nicht im Training. Ja. Und gefühlt auch eine kurze Pause im Kopf machen. Und exakt, dann, ja. Weil eben, es ist einfacher, wenn du mit dem zweiten Fuß den Arm gleich nach hinten nimmst. Dann hat man irgendwie so ein bisschen diesen Schwung von dem Bein, hat man dann mit drin in der Hand. Und das fühlt sich immer so fast schon unnatürlich an für einen Wallwalk, finde ich. Und da musste ich mich auch übel drauf konzentrieren. Jetzt sind wir bei 11:30, das ist die 15er Runde, genau, richtig, ja. Jawohl, immer da noch 6. Schon überhaupt nichts mehr in den Armen. Das glaube ich, ja. Ja. Wie hast du die 150er aufgebrochen? 30er, durchgängig. Auch wieder 30er. Also ja, was hier nicht geklappt hatte beim ersten Workout montags, da habe ich dann irgendwann ab 90, glaube ich, komisch aufgebrochen, weil es nicht mehr ging. Ja. Und hier konnte ich konsequent die 30er-Blöcke durchhalten. Ja. Ich denk wirklich, bei dem Workout, es ist nicht schlimm, wenn man das mal aufbricht oder kleinere Blöcke macht. Das ist nicht so schlimm wie in anderen Workouts teilweise mit Double Unders. Weil hier einfach der Separator ist komplett die Wallwalks. Ja, wie konstant und zügig kannst du bei den Wallwalks bleiben und wie gut können deine Schultern das handeln. Und deswegen kannst du auch 30er-Blöcke springen, definitiv. Ich denke, Unbroken ist das nicht unbedingt, klar für die Elite vielleicht, aber Unbroken ist es nicht mal notwendig, das zu machen. Ja. Ja. Oh, da hat es schon richtig, richtig, richtig wehgetan. Ja. Pool ist irgendwo bei 192. Ah, du hast immer deine Uhr dabei. Ja, genau. Und das, wo du das Workout gerade machst, ist dein Home Gym momentan. Genau, meine Garage. Die Garage und das Auto? Steht draußen. Ist jetzt kein Platz mehr. Ja, ist ja, war gut. Zu viel Rudergerät, Fahrrad. Hast du in dem Zeitpunkt gewusst, dass du dass du es schaffst, dass du durchkommst? Hast du es, weil du hast die Uhr ja im Blick. Ja, ich wusste, ich komme mit den Double Unders durch und ich könnte noch 1-2 Sätze. Klar, die 3 waren natürlich so das Ziel, weil das war ja das, was ich 2 Stunden vorher erreicht hatte. Ja. Das fand ich aber mit einer Minute etwas zu knapp bemessen. Das heißt, ich bin da rein und dachte, komm, jetzt Vollgas, mach noch 1-2 und dann ist in Ordnung. Ja. Und dann bin ich aber rein und habe gemerkt, hey, es gehen tatsächlich noch die 3 und dann habe ich nur geguckt, dass ich halt keine No-Rap mehr produziere. Ja. Hast du ihn gerade korrigiert? Beim Zählen? Geil. Ah ja, ich meine, es
Sicher ist sicher. Ja. Die letzte Wiederholungen, die müssen passen. Ja, genau, dann komme ich bei 14, 22 irgendwo raus. Dann sage ich, gut, zwei ja, okay, noch. Okay, zwei Stück noch, ja, klar. Von der Zeit her, ja. Ja, marschiere nach hinten. Und hast halt. Dann dachte ich, komm. 3 Sekunden Pause. Ab geht's. Stark. Und hier hast du fast schon gedacht, ist fertig. Genau, dann gucke ich. Ja. Und so, ah, scheiße, eine muss ich machen. Okay. Ja, aber gut gestaltet, ja. Und dann fehlen die 2 Zentimeter frei. Ah, ich hab's gesehen. Gerade noch das. Okay. Shit. Genau. Und dann ist tot. Was hast du da gedacht? Scheiße, scheiße. Und dann kommt mir 2 Minuten später, ey, das war genau der Score. Und dann war ich wieder happy. Ja! Sau geil. Sau stark. Danke, Janina, fürs Kommentieren. 21.2 wird bestimmt viel besser. Ich hoffe es. Ich werde auf jeden Fall nicht die Uhr vergessen. Okay. Das hast du für dein Leben gelernt, ja. Okay. Danke. Ciao, ciao. Ciao.